Einen wunderschönen Samstag, mein lieben Butterblümchen. Und zwar folgendes: Wir haben oder wir machen heute ein Liebesorakel. Und zwar machen wir heute ein Knicki-Knacki-Orakel. Das heißt, Liebesupdate, einfach gucken, was sich zeigt. Zeigen sich noch andere Themen, die bei dir im Moment nebenher laufen, noch? Nehmen wir die auch gerne an. Es ist ein allgemeines Reading. Das heißt, ans Kollektiv, und jeder muss für sich schauen, inwieweit er da mitgehen kann, was weiterhilft und so weiter, ne? So, und wir legen einfach und nehmen die Botschaft wirklich heute mal, die kommt. Und ich, da bin ich ja neugierig. Oh, Moment. Uno momento. Wir wollen das Ganze jetzt rausschicken an diejenigen, die es angeht, die es hilft. So, und wir wollen natürlich nur die Wahrheit und einen klaren Blick. So, und dafür sorgen wir jetzt. Ich mische noch einmal durch, was da nicht springt, möchte sich nicht zeigen. Okay. Ich schrubbel die Wut, da haben wir schon. So, meine Liebe, und wenn du mal Interesse an der persönlichen Legung hast, unten in der jeder wieder. So, nochmal. Unter jeder Videobeschreibung findest du alle meine Daten. Mein Katalog, meine Angebote bei WhatsApp, da ist ein Link, da brauchst du nur drauf gehen. Dann ein Link zu meiner Homepage und der ganzen Kladderadatsch, Instagram, alles, was du dir vorstellen kannst. Schau da rein. Und am Sonntag den Livestream. Bitte, bitte, Leute, lasst mich nicht alleine da sitzen. So ein paar von euch. Ich verlasse mich drauf. Weil ein paar haben mir schon gesagt, oh nein, da muss ich da und da hin. Und deswegen, ich freue mich über jeden. Na, das war, müssen wir nochmal kommen. Da war nichts. Und dann geht's jetzt los. Ich möchte mich nämlich jetzt da ein bisschen drauf konzentrieren hier. Ich habe ja alles Wichtige gesagt. Geschlechtermäßig, wenn du eine Frau bist, die eine Frau liebt, Mann, Frau oder wie auch immer. Egal. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die Mann liebt, und du drehst dir das Ganze dann. Und jetzt geht's los. So, und wir gucken rein. Was ist die Botschaft für heute? Wir sind gespannt. Wir sind gespannt und dankbar. So. Im Übrigen für die Neuen. Ich drehe auch Shorts, ne? Ihr könnt ja mal bei den Shorts reinschauen. So. Oh, hier kommt der Frühling. Hier hat sich was lange hingezogen. Oh, guck mal, der Baum, der ist ja immer etwas, was so, oh, sich so ewig lang verwurzelt. Aber ich sage immer, es hat immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist der Baum bei mir, ne, meine Deutungsweise, immer so eine Symbolik auch für etwas, was sich länger verwurzelt, ne? Ich habe ja gesagt, stell dich mal da so. Pflanz mal ein Bäumchen, ne? Da kannst du nicht daneben stehen und warten, bis er gewachsen ist. So, das wäre schwierig. Denn das ist etwas, wo man über Jahre Liebe reinsteckt, der aber dann seine volle Pracht entfalten kann, ne? Und das muss man mal sehen und Leben in sich hat. Wirklich Leben durch und durch, ne? Also er bietet ganz, ganz viel so von der Energie her, einfach dieser Karte jetzt auch mal so zu sehen, ne? Da ist ein Lebensraum für Vögel. Es wachsen hier Pilze. Wir wollen gar nicht von den ganzen anderen Tieren reden, denen dieser Baum ein Zuhause gibt, wenn er einmal diese Standfestigkeit hat, ne? Denn hier siehst du ja, also hier sind, das ist wie so die Adern, ne? Diese einzelnen Stränge hier, die in den Boden gehen und sich verwurzeln langsam und verbinden mit unserer Mutter Erde, unserer, ne, Gaia. Und hier geht es symbolisch bei dir darum, dass auch hier etwas lange, da kann man auf der einen Seite langsam in Bewegung gekommen ist oder langsam in Bewegung kommt. Aber wir haben hier den Frühling und den Klee. Also der Klee, neben dem Baum ist dann immer so ein, das ist eher so ein Zack in Kürze. Aber auch ein Hinweis auf den Frühling, ne? Und wenn der so dann neben dem Baum liegt, dann schwächt es, will ich, so will ich das mal nennen, schwächt es die Energie des Baumes ein bisschen ab und bringt so ein bisschen Pfeffer dahinter. Also so, komm, jetzt aber so ein Schub so, ne? Jetzt aber voran hier. Jetzt aber mal los hier, du. Und dann haben wir noch das Schiff, was jetzt ja noch
auf diesem Bild ein Luftschiff ist. Guck mal, das fliegt hier über die Berge. Es ist noch so in der Luft. Ne? Und das ist eigentlich egal, ob wir jetzt symbolisch das Schiff nehmen, was so auf dem Meer ist, oder das Schiff, was in der Luft ist. Geht darum, es ist noch nicht im Hafen angekommen. Es ist noch in Bewegung. Und jetzt sage ich dir was Gutes. Weißt du, was der Vorteil daran ist, wenn etwas in Bewegung ist? Alles ist noch offen. Das ist das Gute. Alles ist noch offen. Und in dem Moment mit einer kindlichen Leichtigkeit zu sein. Was ist denn unsere kindliche Leichtigkeit? Die Fähigkeit, die wir als Kinder hatten, geh mal zurück in deine Kindheit, ja, richtige Kindheit. Und denk mal dran, was man aus einer Situation, einem Moment, den man erlebt hat, der einem begegnet ist, und jetzt im Positiven aber, wie sehr man die Welt um sich herum vergessen hat und das zu 100% gefühlt wahrgenommen hat, mit all unseren Sinnen in diesem Moment waren. Das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht hier nicht um kindliche Naivität oder sonst hier, sondern um diese Fähigkeit, die wir leider im Laufe der Zeit unserer Programmierung immer mehr ablegen können, weil wir in Angst vor der, also in Leid aus vergangenen Erinnerungen oft hängen oder in der Angst vor der Zukunft, also in der nahen oder weiteren, das ist völlig egal, sondern immer in der Angst davor, was passieren könnte. Und das ist uns anerlernt worden, praktisch, indem wir immer von außen, solange, wenn ihr euch zurücküberlegt, also irgendwelche krassen Gefahren hatten wir doch immer, oder? Also ich zum Beispiel kann mich daran erinnern. Und da ist es, in dieses Kindliche wieder reinzukommen, wieder uns an das Kind in uns zu erinnern. Und die Fähigkeit wieder zu Stück für Stück uns zurückzuerobern, in dem Moment zu bleiben und die Zukunft mal, ich wollte jetzt schon mal richtig Deutsch sprechen, aber das weiß ich nicht, das lasse ich lieber hier auf YouTube sein, mal verdammt nochmal, das sage ich jetzt mal so ganz nett, verdammt nochmal Zukunft sein zu lassen. Und die vergangenen, die Schmerz, der Schmerz der vergangenen Erinnerungen, den können wir verarbeiten, dürfen wir heilen lassen, aber da dürfen wir uns nicht, mit in absoluter Verbindung halten. Das heißt, dass das prägend ist und alle Entscheidungen, die wir im Hier und Jetzt treffen, gekoppelt sind an den Erfahrungen der Vergangenheit, weil es ein neuer Moment ist. So, verstehst du? Und das zeigt erstmal hier dieses Bild, was du aktuell bei dir. Und da ist er schon. Ja, Heidewitzka, Herr Kapitän. Und prompt, guck mal, alles, was ich jetzt gesagt habe, da kommt dann noch mal im Frühling richtig aus hier raus, der junge Mann. Du auch, und guck mal hier, der Hund, also auf eine ganz netten und herzlichen Art und Weise. Ich habe ja einen besonderen Bezug zu Hunden, weil ich halt, ja, meine Verbindung, ne, ich hatte, ich habe jetzt einen Hund, hatte vorher einen Hund und habe da immer so eine besondere Verbindung zu gehabt. Und deswegen hat diese Karten, ist diese Karte, die Karten, sprechen ja aus mich, aus meinen Emotionen und interpretieren die dann damit sozusagen. Und diese Karte habe ich deswegen auch als diese eine Karte im Blatt. Sonst, also für mich gibt es sonst keine weitere, weil umso mehr man nimmt, ihr wisst ja, dann ist der logische Menschenverstand schon klar, dass es auch immer wahrscheinlicher wird, dass es springt. Aber das ist wirklich diese eine Karte für mich im Blatt, die dieses besondere, was etwas auf Seelenebene zeigt. Das heißt, dass da was tiefer ist, irgendwo verborgen. Das kann bei dem einen sein, dass man sagt, ey, der sollte mir begegnen, der ist mir geschickt worden. Das war eine große Herausforderung, aber ich bin dadurch, hab dadurch das und das. Also da steckt immer so irgendwas hinter, was so tiefer ist, was wir nicht sehen können, was für unser Auge verborgen ist. Wir sehen nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Er kennt ihn, ich weiß nicht, von wem es kam, von wem dieser Satz nochmal ist, aber er ist halt wahr. Aus dem Buddhismus? Fragezeichen jetzt. So, weiter geht's. Also da, das ist, und guck mal, da schaut er direkt rein, aber in seinem Ego, oben, in seinem Verstand, wo er scheinbar sehr drin ist hier, ne, wie der Bär das hier zeigt, so als erste Karte. Da zeigt er leider etwas anderes. Und das ist sehr schade. Aber das Gute ist, er guckt rein. Das heißt, er geht hin. Er möchte hin da wieder. Ne? Und da steckt wahrscheinlich was in ihm,
was du sehen kannst und wo andere dir sagen, na ja, sondern ich verstehe dich überhaupt nicht, was dann den von den Novels oder von der, ne, je nachdem. Und können das teilweise nicht, und dann haben wir hier noch die Fische. Wir können das teilweise nicht verstehen. Jetzt ist hier, jetzt haben wir hier mal wieder so eine Verstrickung liegen, einen großen Konflikt, einen verbalen Konflikt, der auch stattgefunden haben muss. Vielleicht, also hat er da wirklich einen konkret definitiven Streit mit einer weiblichen Energie, sage ich jetzt. Ne? Ich drücke es mal jetzt extra so aus. Denn wir haben hier den Brief als Kommunikation und die Routen, ja, da ist Reibung halt. Ne? So wie es hier aussieht, wird der Kontakt jetzt hier blockiert. Also da blockiert sich was. Sie ist jetzt so, ich will jetzt mal so es einfach sagen, wie eine beleidigte Leberwurst. So, ne, so, ne? Ich drehe mich weg jetzt. So, da ist irgendwas. Da hat die irgendwas nicht gepasst. Und es kann sein, dass der da noch was aus seiner Vergangenheit mitschleppt. Oder es kann sein, weil es liegt nicht als, ich deute das hier nicht als eine Rivalin in Bezug auf eine Liebesbeziehung oder so, sondern hier ist einfach Ärger in der Luft. Mit einer, ja, Art und Weise, die eher so zickig und ich will aber meint so durchsetzen und hier geht jemand voll oder ist jemand voll auf Konfrontationskurs gegangen, schaut aber jetzt weg. Also in die nahe Zukunft hin oder wenn es nicht schon sogar so ist, wird sie erstmal jetzt ihren eigenen Weg, aber beleidigt und sauer gehen dann, ne? Und jetzt haben wir hier noch die Fische, die so von hinten drücken. Jetzt sind das, weil es ja eine allgemeine Legung ist, ist es ganz oft so, dass die Fische A eben eine gewisse Tiefe zeigen, das heißt eine Situation, die da auf dich zugekommen ist, mit einem Menschen, dem du dich verbunden hast in irgendeiner Weise, dem du dir verliebt hast, dein Herz geöffnet hast, ist ja egal, wie du es formulieren würdest, das unerwartet, ne, auf einmal ganz schön tief ging und zwar so, dass sich das so in die Tiefe gezogen hat, so, ne, so könnte man über die Fische in die Tiefe der Meere. Aber es ist auch sehr oft ein Zeichen von einer gewissen Abhängigkeit, die vielleicht aus der Vergangenheit drückt. Also wir haben hier etwas, was von, wenn ich sage von hinten drückt, aus der Vergangenheit so, ne? Und da ist es gut möglich, dass er sich da in einer gewissen Abhängigkeit und wenn es nur eine gefühlte war oder eine finanzielle war oder was auch immer, Verstrickung begeben hat. Und dieses drückt aber jetzt noch aus der Vergangenheit, das ist noch nicht ganz aufgelöst. Das Positive ist, dass sie rausschaut aus diesem Bild. Ne? Das muss jetzt aber, wie gesagt, nicht diese konkrete Rivalin in Bezug, das kann auch im Familienkreis sein. Oder, ne? Also das ist eben der Unterschied zwischen einer persönlichen und einer allgemeinen Legung, dass man da immer gucken, fühlen muss, Moment, ne? Wo geht das hin für mich und so. Und bei einer privaten, da sagt man natürlich nicht, das, das, das oder das. Ist ja klar, da ist es, da geht es auf den Punkt auf dich. Ne? Nur mal so nebenbei, dass man, dass auch jeder weiß, so, dass man da wirklich das unterscheidet, ne? Und da nicht zu tief dann reingeht. So, jetzt nicht bei Ihnen haben wir hier die Veränderung. Das heißt, hier was lange währt, wird endlich gut. Er kommt da so ein bisschen wieder an seine Festigkeit, so von dem Luftschloss auf dem Boden der Tatsachen. Und da trägt wahrscheinlich, ich ziehe aber jetzt noch Klärungskarten darauf, das will ich noch mal einmal genauer wissen. Und zwar schauen wir uns das jetzt an. Mein Hasebuttchen. Oder sollen wir noch mal gucken, auf welchem Pfad ihr so heute in dieser Legung steht, auf welchem Lebenspfad in eurem, weil wir den Baum auch so präsenter haben, ihr euch gerade befindet. Oder wir können auch bei ihm gucken, wo er gerade so steht. Denn du hängst ja unmittelbar mit drin, ne? Und das machen wir jetzt auch noch gleich. Diese beiden Dinge werde ich noch für euch tun. Und ihr könntet auch was für mich machen. Ein Daumen nach oben, damit die Schusseline loben. Und, nee, ernsthaft jetzt, aber. Und ja, was gibt es noch? Ach so, so ein Abonnement. Ein Abonnement wäre auch etwas sehr Schönes. Nein, ernsthaft, ihr könnt den Kanal abonnieren und dann seid ihr ein Mitglied unserer Gang, unserer Butterblümchen-Gang. Nicker, bist, dann bist du ein Butterblümchen. Dann darfst du dich offiziell
Butterblümchen nennt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir so ein Butterblümchen tätowieren lasse. Aber das ist jetzt so ganz kleines. Und wenn es unten am Knöchel oder irgendwo ist. Aber jetzt ohne Witz, ne? Ich muss mir das noch überlegen. So was bedarf langer Überlegenszeit. Aber wenn das nur so ein kleines ist, soll ja nur so eine Erinnerung. Na, ihr wisst schon was. Eine Verbindung zu meiner Gang. Projektion. Oh ja, okay. Da haben wir die Projektionen, die bereinigt werden müssen. Da kommen wir aber gleich zu. Da sage ich noch was Genaueres zu, auf welchem Pfad du dich da. Oder er. Meine Güte, das ist jetzt schwierig. Oder er gesagt, wo er sich gerade befindet. Ja, das ist schon manchmal nicht einfach, die deutsche Sprache. Never, ich denke auch immer, da muss doch einer sie ausgedacht haben, der sich überlegt hat, ach, ne, warum einfach, ne, wenn man es auch kompliziert machen kann. So, Orakelchen, kriegen wir eine Karte hier auf seinen Seelenspiegel. Wenn wir mal so ein bisschen in ihn reingucken, natürlich nur in Bezug, ui, da sind aber jetzt einige. Weißt du was, wir jetzt machen, ich habe eine Idee, das ist jetzt so ein Stapelchen und da ziehen wir auch nochmal eine raus. Das ist mir gerade so mal in den Kopf geschossen. Jetzt mische ich das einmal so ein bisschen auch noch hier, das Ganze. Na, komm schon. Und dann ziehe ich eine raus. Und die nehmen wir. Und wir möchten gerne wissen, wo dein Gegenüber jetzt gerade so steht. Und zwar als Seelenspiegel. Und die ist mir so entgegen. Oh, der Ritter, wo er steht. Och Mensch, und das ist jetzt wirklich was Schönes. Ehrlich jetzt, komm, ich halte es euch mal rein, damit ihr auch mir glaubt und nicht sagt, na mal, was erzählt die denn da? Also, der Ritter. Es ist zum einen ganz logisch, symbolisch, guck mal, die Frau, die sich da, die lehnt sich an seine Schulter und möchte irgendwie auch mal Halt haben und auch mal das Gefühl haben, aufgefangen zu werden, auch mal Schutz haben, nicht immer die Starke sein, sondern sie möchte auch mal sich anlehnen können. Und der Ritter steht da und in seinem ganzen Eisenoutfit oder was da dran. Was knallt das da draußen? So, hier mit seinem langen Schwert hier und ist der Beschützer im Grunde genommen. Und hier geht es darum, dass man Gefühle geschützt werden sollen. Du, wenn du in deine Gefühle, wenn du in das offenbarst, möchtest du nicht Angst haben müssen oder Sorge haben müssen, gekränkt, verletzt oder was weiß ich auch immer, wenn, sondern möchtest du deine Gefühle in Sicherheit wissen. Ne? Und da ist eben dieses Problem, da ist jemand nicht ganz beständig gewesen, da ist jemand sehr unbeständig gewesen und nicht jemand, das haben wir hier ihmchen. Ne? Der Prinz Valium haben wir hier und der ist auch noch ein unbeständiger Prinz Valium. So. Ja, aber er geht seinen Weg. Das muss ich jetzt dazu sagen. Wir wollen hierhin jetzt nicht zu... Also es geht ja nicht darum, hier das zu bewerten oder so, sondern einfach mal die Situation zu erzählen. Von der Bewertung, das muss schon jeder für sich ganz alleine machen, wenn er das möchte. So, das kann man nicht allgemein für die Allgemeinheit dann sprechen. Da kann man immer nur von sich selbst sprechen. Also, hier geht es darum, wirklich treu und ein Loyaler, genau wo er hinschaut. Vielleicht ist er in der Vergangenheit auch nicht der treueste mal gewesen. Und jetzt geht es aber wirklich darum, damit aber meine ich nicht unbedingt bei dir jetzt. Also es muss nicht sein, dass er dich jetzt, kann natürlich, ist, ich will das nicht ausschließen, aber da geht es jetzt nicht drum. Ich wollte damit nicht sagen, bei dir, er hat dich betrogen, sondern dass er in der Vergangenheit einfach da nicht so diese treue Seele in dem Sinne war. Er aber das eigentlich möchte und das auch sein Weg ist, denn wir haben die Sterne, man, lass mal weg, wir haben die Sterne hier drunter. You know? Was ich dir sage, das ist sehr positiv. Und jetzt kommen wir mal weiter hier im Text. Das halte ich euch auch mal eben rein. Der Pfad hier. Seht ihr das richtig? Da, ach Quatsch. Der 18. Pfad, meine Judenschnuten. Ich suche hier mein Dingen hier, wo ich das draufstellen kann. Ich muss mal eben einen kleinen Moment. So. Und zwar stelle ich das jetzt hier hin, weil das ist wichtig. Und die Karten passen wie Asche auf einmal zusammen, aber wirklich jetzt. Pass mal auf, Projektion, also zum einen fangen wir so an, Projektion bereinigen. Es geht darum, diesen Menschen, den du da liebst, ne, dem werden im Moment all die Sachen gezeigt, gespiegelt vom Außen. Er kriegt so Wumps, die Wuffsi.
Vorgesetzt sozusagen. Er kriegt es so vorgesetzt in der Sprache unseres Universums, unseres Lebens sozusagen. Es kann sich ja nur so durch Erfahrungen, Erlebnisse, ne, Bilder und so zeigen. Und jetzt ist es so, ihm wird da was gespiegelt, was einfach nicht mehr zu ihm gehört. Es geht um Sachen bereinigen. Er muss wirklich aus der Vergangenheit Geschichten, die müssen ein für alle Mal bereinigt werden. Deswegen kriegt er im Moment ordentlich einen auf den Sack oder kriegt es gespiegelt. Und jetzt ist er aber an dem Punkt, wo er genau, es geht um seine Gefühle, ne? Also guck mal hier der Mond, wenn du ihn siehst. Also hier ist wirklich der Pfad, wo es darum geht, zu gucken, halt, stopp, wo stehe ich eigentlich? Und sein Innerstes echt zu bereinigen und ja, das Wahre nach außen zu holen, ne? Das wirklich an den Kern zu kommen. Und er ist wirklich da bereit. Guck mal, er hat die Sonne da auch auf der Gefühlsebene bereit. Und er möchte es auch so nach außen bringen und es kommunizieren. Was da blockiert hat immer, das war eine Erfahrung, die er gemacht hat, die ich eben oder noch drin steckt. Bei jedem ist es ein anderes Timing, ne? Da musst du gucken, bei dir, wo du stehst. Aber auf jeden Fall, die hat das Ganze blockiert. Genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, als ich diese kindliche Energie beschrieben habe. Ne, weißt du, was ich meine, da wieder hinzukommen. Aber dafür haben wir Menschen, ja. Und guck mal, was du hier siehst. Zwei hier, das ist wie zwei Gesichter. Siehst du das? Zwei in eins, zu zwei wird an. Was wir, da wird uns was gespiegelt, gezeigt. Und jetzt kann er aber hingucken. Es geht, aber manchmal ist es so, dass es Menschen gezeigt wird, aber sie nicht hingucken wollen, dass sie nicht wahrnehmen wollen. Oder so in gewissen Dingen festhängen, dass sie einfach diese Aufmerksamkeit da nicht mehr drauf richten, sondern auf andere Sachen. Darum ist immer wichtig, wo richte ich meine Aufmerksamkeit nach? Und das macht er jetzt genau toll, richtig, über den Frühling hinweg und kann damit ganz viel auch heilen und bereinigen. Und der Vorteil ist, dass er so auch ein bisschen Stück für Stück sprechen kann. Ich will nicht sagen, du im Frühling. Da hast du jetzt, der Mahat ist ja einmal auf links gekrempelt und du hast einen ganz anderen Menschen vor dir. Das ist jetzt nicht gemeint, aber es geht um, der Weg ist das Ziel, die Schritte und endlich die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Und das ist doch der erste Schritt. Und davon reden wir hier, ne? Und deswegen ist es da auch da, gar nicht so weit in die Zukunft, doch erstmal da zu bleiben, wo es dann ist und was man erlebt. Es ist aber auch oft hier wieder diese Wellenbewegung, ne? Das heißt, das läuft nicht immer. Nur weil ich das jetzt sage oder weil du die Entwicklung auf einmal selber bei ihm bemerkst oder so, heißt es nicht, dass das in eins wie so eine gerade Linie durchläuft, sondern dass das immer mal wieder mit, dass er stolpert, fällt, also hoch runter so ein bisschen ist ja auch ganz normal und menschlich. Ich sag immer nur, mein oberstes Gebot an jeden, der dieses Video schaut oder jedes andere Video in diese Richtung, wo es um Kartenlegen, Orakel, egal in welche Richtung es mit Wahrsagen oder sonst was zu tun hat, ganz wichtig ist zu verstehen, nichts ist so krass in Stein gemeißelt, dass du alles unabänderlich ist und alles, was das sind Potenziale aus dem jetzigen Moment, aus der Situation heraus. Dann kommt es immer doch drauf an, wie fühlst, handelst und entscheid, also fühlst, handelst und denkst du. Ne? Das ist immer, du bist der Mittelpunkt deines Universums, tatsächlich. Und von da geht erstmal da alles andere raus. Da schickst du erstmal alles andere raus. So. Ne? Und dementsprechend kommt auch wieder was so zurück. Ne? Da sind wir wieder bei den hermetischen Gesetzen, wo sich jeder auf jeden Fall einmal mit beschäftigen sollte. Oder das Kabaljon. Oder Kybalion wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ne? So, kann mir einer vielleicht sagen, der das weiß, das Buch. Wie das jetzt ausgesprochen wird. So, das ist jetzt erstmal so mein Statement dazu. Das sind sehr schöne positive Nachrichten, auch wenn Anteile natürlich da sind, die nicht so schön sind. Also das Leben ist nicht, es ist nicht immer alles diese romantische und nur Hollywood-Liebe. Titanic pur, sag ich mal so. Obwohl Titanic hatte ja auch nicht so ein schönes Ende, wollen wir mal sagen. Aber dann einer sich da wirklich so dieses, was, ne? Die Realität ist immer. Es ist ein Auf und Ab und es sind alles Herausforderungen und es stellen sich uns immer wieder Berge in den Weg. Und wir haben immer wieder das Gefühl, ey, da läufst du endlich mal so ein bisschen, hast du mal ein bisschen in deinem Rhythmus drin, da wirft dir einer einen Knüppel zwischen die Beine.
Aber das sind diese Knüppel zwischen den Beinen, die einen Erinnerung aufmerksam machen auf etwas, uns umdenken lassen, uns wachsen lassen und gedeihen, damit wir schöne Blumen, Sonnenblumen auf einem großen Feld werden können. So, das waren meine Worte am Samstag der weisen Eule. Nein, Quatsch. Aber ich kann doch nur das, na, nimmt das an. Ich sag doch nicht, dass jeder zu 100% meine Worte annehmen soll. Deswegen sage ich doch immer, nehmt doch einfach nur das, was euch gut tut, was euch hilft und das andere lasst ihr einfach. Schickt ihr an den, den es angeht, der es braucht. Von Herzen, alles von Herzen und dann lübt das von alleine, Leute. Wenn wir immer wieder zu unserem Herz kommen, schicken wir das auch raus ans Kollektiv und das ist jetzt ernst gemeint. Ne? Wir schicken es raus und es wächst und gedeiht und es braucht seine Zeit. Ey, das reimt sich. Leute, dann ist das ein Treffer. Das wächst und gedeiht und braucht seine Zeit. Und dann sind wir bereit. So, das war meine. Oh, jetzt haben wir auch noch wehgetan. Na, danke schön. Oh, ich habe mir ein bisschen den Musikknochen eingehauen, sozusagen. So, aber jetzt, Leute, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Und bitte vergesst mich nicht, Sonntag. Das ist morgen Abend um 19:30 Uhr. Bin ich live on stage hier. Auf meinem Kanal. Wenn ihr schaut, da ist schon eine Erinnerung, wenn ihr auf live geht hier. Dann, ne, dann ist da könnt ihr euch da eine Benachrichtigung einstellen. Dann werdet ihr erinnert, wenn ich da bin, wenn ich meinen Livestream beginne, 19:30 Uhr bis 21 Uhr. Ich würde sehr gerne für jeden, der eine Frage hat, seid herzlich willkommen. Lest dann bitte aber die Beschreibung von dem Video, von dem Live, also nicht, ne, ihr wisst schon, was ich meine, von dem Stream. Und für die, die keine Frage haben, ihr seid auch herzlich willkommen. Ich freue mich, wir schnacken dann ein bisschen. Vielleicht bringt ihr irgendein Thema mit, werft irgendein Thema mal in die Runde oder irgendwie so. Das wäre auch schön. Ne? Einfach mal ein bisschen miteinander so kommunizieren und uns verbinden miteinander. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch alles Liebe. Einen wunderschönen Samstag noch. Wir sehen uns morgen Abend, hoffe ich. Und ansonsten könnt ihr den Livestream, den stelle ich ja dann online auch im Nachhinein sehen. Aber schöner ist natürlich, wenn ihr dabei seid. So, Schusseline ist dann raus aus der Haus. Ich wünsche euch was. Tschö mit ö, Leute. Machtet gut. Schwing de Hut.